Du bist ja da aber auch in der Ausbildung zum Bekleidungsgestalter. Wie lange bist du jetzt? Ich bin jetzt in der dritten Lehrjahr. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass ich in der PP stehe. Also denkst du so gut aus? Ja. Was hast du denn in den letzten 3 Jahren gesehen? Es sind ja dann schon fast 3 Jahre. Was hast du da gelernt genau? Sehr viel. Also rationell zu arbeiten, auf Qualität achten. Ja. Was ist denn, oder was ist der Grund, warum du überhaupt bei dem Deko angefangen hast? Ja, also mit 10 hatte ich eine Nähmaschine daheim und meine Sachen waren zu gross. Dann habe ich irgendwie selber rumgebastelt und hat mir irgendwie Spass gemacht. Und ja, dann habe ich gedacht, ja, gute Welt. Ja. Okay, also eigentlich aus rein praktischen Gründen hat sich das so entwickelt und in dem Fall ist Schneidern immer noch das, was du am liebsten machst. Ja. Wie sieht es mit dem Zeichnen, also vor uns? Oh ja, Zeichnen. Ah. Sehr gerne. Ich zeige mir viel die Hände. Okay. Ich habe ja das Bild nur so 50er Jahre entworfen. Ah. Ja, jetzt muss ich warten, bis sie mich entscheiden. Okay. Cool, ich bin gespannt. Ich drücke Du tust gerne zeichnen, ich nehme an, du kannst es auch gut. Dann schreiben. Das heisst eigentlich, du bist prädestiniert zum Designer zu werden nachher. Ja, genau. Gut. Was ich denke mal meine eigene Modellinie. Okay. Ja. Was ist dein Lieblingsdesigner? Alexander McQueen. Okay, warum? Ja, also Kollektion von Savage Beauty. Der hat sehr viele spezielle Sachen, die mir eigentlich sehr gefällt. Mhm. Und ja, wie er mit dem Material umgeht, ja, das irgendwie, ja, es inspiriert mich einfach. Okay. Ja. Bist du vollends zufrieden mit dem Modeko? Also findest du lernst da viel und was begeistert dich am meisten? Allgemein eigentlich alles. Also ich bin offen für alles. Also ich ich probiere viel Zeugs und ja, es macht mir sehr viel Spass. Und das merkt man. Ja, ja genau. Also ich muss es, also ich mache es gern und ich will irgendwann meine Modellinie machen. Ich bin gespannt. Ich kaufe dann für dich ja. Ich hoffe, du machst auch für Frauen. Ja, ich mache es auch für alle verschiedenen Größen, nicht nur für Models. Sehr gut. Ich mache, wenn es natürlich ist. Ja, das finde ich gut. Ich freue mich drauf. Danke für den Malstrom. Okay, danke. Merci.